Die soziale Marktwirtschaft war das Erfolgsmodell Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Stärke beruhte darauf, dass es nicht nur die Kräfte des Marktes nutzte, sondern auch den sozialen Ausgleich des Staates mit diesen Marktkräften zusammenführte, dass es zu einem sozialen Ausgleich gekommen ist. Das wurde von der Politik so gut gelöst, dass es zum Vorbild in Europa wurde. Jetzt, wir sind ja immer noch am Anfang des 21. Jahrhunderts, sind eine Reihe von neueren Fragestellungen hinzugekommen. Ich nenne an dieser Stelle nur die Globalisierung, die Informationstechnologien und der demografische Wandel. Diese Fragestellungen führen dazu, dass man das Verhältnis zwischen Staat und Markt, wie soll es weitergehen, wie soll dieses Erfolgsmodell weiterentwickelt werden, wozu bedarf es, dass wir dieser Frage intensiv nachgehen, und das wollen wir heute Abend tun. Also das Erste wird ja sein, dass wir zunächst mal dafür sorgen, dass die Menschen wieder wissen, was überhaupt gemeint ist, wenn wir soziale Marktwirtschaft sagen. Das Etikett ist ja über 20 Jahre lang für etwas verwendet worden, was gar nicht den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft entspricht. Also man hat über freie Märkte eigentlich geredet, während die soziale Marktwirtschaft ja eine Weiterentwicklung dieser freien Märkte war. Und das muss wieder ins Bewusstsein dringen. Und dann kann man solche Fragen wie Mindestlohn, prekäre Beschäftigung, Gerechtigkeit in den Arbeitsmärkten, soziale Sicherungssysteme auf einer ganz anderen Basis klären. Auch solche wesentlichen Fragen wie internationale Finanzmärkte, was machen wir da? Was machen wir beispielsweise, um unsere Wirtschaftsstandort dauerhaft zu sichern im internationalen Wettbewerb? Das kann man auf dieser Basis sehr gut lösen. Also ich glaube, dass eine der ganz zentralen Fragen ist, wie stellt man sich in Zukunft am Arbeitsmarkt auf? Will man wirklich hinnehmen, dass die Arbeitswelt sich auseinanderdifferenziert in Menschen, die gesicherte Arbeitsverhältnisse haben, aus denen heraus man auch eine soziale Sicherung erwerben kann, aus denen man dauerhaft beschäftigt sein kann? Und auf der einen Seite und denen auf der anderen Seite, die all das nicht haben und jeden Tag sozusagen neu dafür agieren müssen, dass sie irgendwie wenigstens so ein Minimum an wirtschaftlicher Sicherheit bekommen. An diesem Problem hängen ganz viele andere einzelne Probleme, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Da hängt die Mindestlohnfrage dran, da hängt die Frage dran, ob es uns gelingt, beispielsweise Menschen zu ermöglichen, dass sie zukünftig Kinder bekommen. Und die Kinder, die sie gerne haben wollten im Übrigen, oder ob es uns möglich ist, da sicherzustellen, dass die Menschen auch eine ausreichende Altersversorgung haben, bis hin zu der Frage, ob die, die dann eine ausreichende Altersversorgung haben, vielleicht auch Menschen finden, die sie pflegen können. Ich weiß, dass wir hochqualifizierte Leute brauchen, aber ich warne mal ein bisschen davor, vor dem Kotau, vor der akademischen Bildung. Ja. Denn das, worauf, ich bin nun Grundschullehrerin gewesen, ja, 40 Jahre, und habe immer wieder den Drang bei den Eltern gespürt, möglichst aufs Gymnasium, denn nur wer aufs Gymnasium geht, nur wer eine akademische Ausbildung hat, der gilt was und der wird genommen. Ich glaube, dass in den letzten, was weiß ich, 40 Jahren, nein, 30 Jahren eine Diskriminierung der mittleren und der unteren Schul- oder der einfacheren Schulausbildung stattgefunden hat. Wenn Leute mir sagen, ich habe ja nur Hauptschulabschluss oder ich habe ja nur mittlere Reife, deswegen kann ich das nicht wissen. Das finde ich ist ein das ist etwas, was mir also am Herzen liegt, weil ich sage, Leute, die auf ihre Art das Wesentliche aus sich herausholen und Erfolg haben, die sind gleichwertig. Und mein Schlagwort ist immer, der Meister ist das Gleiche wie der Master. Ja. Das muss man muss das wirklich mal auf eine Stufe stellen. Und wenn wir uns mal Hamburg angucken, nicht? Hamburg ist nicht durch die Doktoris und Advokaten groß geworden, ja, sondern durch die Händler und Kaufleute. Ja. Und das sind, und die Handwerker, das sind also wirklich, da muss man viel mehr drauf achten, dass dieses in den, mit dem Arbeiten, was ich außer im Kopf habe, noch an Fähigkeiten mitbringe und was mir Spaß macht, das umzusetzen in der Schule. Und die Anfänge sind ja da. Nur wenn ich mir dann die Lehrpläne ansehe, wenn ich mir angucke, was wir dann schon wieder für die Grundschule an Lehrplänen haben, was wir da alles vermitteln sollen mit einem Mal, dann bleibt dieses in Ruhe Fähigkeiten entwickeln auf der Strecke. Ja. Auf der Strecke. Ja. Und das, finde ich, ist eine gefährliche Entwicklung. Es ist gerade so, dass wir großes Augenmerk im Bereich Verknüpfung Schule, berufliche Arbeitswelt in Hamburg in unserer Zeit dann das im Fokus hatten. Und wir haben unter anderem, gab es zum Beispiel, dass Hauptschüler einen Tag in der Woche nicht zur Schule gegangen sind, sondern im Betrieb. Es gab sogar dann noch die Erweiterung, dass sie zwei Tage in der Woche im Betrieb waren. Letztendlich hat man dann festgestellt, die haben sogar mehr gelernt als diejenigen, die fünf Tage in der Schule waren.
Und es gab eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, wo man verschiedene Sachen dort gestärkt, verbessert hat. Auch das Letzte, was wir gemacht haben mit den Grünen noch zusammen, war die Produktionsschule, wo wir uns auch den ganz Schwachen gewidmet haben, die aber im Grunde genommen nicht geistig schwach waren oder sonst irgendwie, sondern das waren einfach junge Männer vor allen Dingen, aber auch junge Damen, die einfach mal eine kurze Zeit an die Hand genommen werden mussten. Und auch dort sind recht positive Zahlen erwachsen. Ich habe ganz zu Anfang darauf hingewiesen, dass das Problem natürlich in erster Linie bei den jungen Leuten ist, aber dass es auch bei jedem anderen ist, der sozusagen sich überhaupt auf dem Arbeitsmarkt wieder einen Job suchen muss. Und das trifft für alle Arbeitslosen zu, also nicht nur für die Jüngeren, sondern auch für die Älteren. Aber ich habe auf diese Jungen vor allen Dingen hingewiesen, weil wir uns lange Zeit der Illusion hingegeben haben, wenn denn Menschen eine Qualifikation haben, und dann kommen die doch irgendwie unter. Die haben vielleicht eine kurze Sucharbeitslosigkeit von ein paar Monaten und dann ist das Problem gelöst. Heute ist es leider so, dass nicht nur die älteren Arbeitslosen, bei denen man möglicherweise alle möglichen Vorbehalte ins Feld führen kann, die eine Vermittlung schwierig machen, nicht nur die sind betroffen, sondern es sind auch die jungen Leute, die sozusagen mit der letzten aktuellen Hochqualifikation auf den Arbeitsmarkt kommen, die genau in dieselben prekären Arbeitsverhältnisse hineinkommen wie diejenigen, die die Defizite aufweisen. Da haben wir uns lange was auch in der Partei in die Tasche gelogen, weil wir gedacht haben, ja, das betrifft doch nur so ein paar Leute, die haben ein Problem und für die ist das die richtige Lösung. Und ich glaube, dass diese Ausweitung dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse ganz wesentlich dadurch zustande gekommen ist, dass niemand wirklich geguckt hat, was sind denn eigentlich die Absichten, die dahinter stehen. Und die Absichten sind ganz klar, das sehe ich jetzt, ich beobachte dieses Phänomen jetzt seit 15 Jahren. Ich habe meine erste Rede über prekäre Beschäftigungsverhältnisse 1998 auf der DGB-Bundesjugendkonferenz gehalten. Weiß ich noch ganz genau, da haben alle entsetzt geguckt und keiner hat mir geglaubt, nicht mal auf der DGB-Bundesjugendkonferenz. Aber in anderen Verhältnissen, gucken Sie sich die Debatten an, die wir auf Parteitagen dazu geführt haben. Jetzt mit einem Mal, wo jeder irgendwie einen kennt, der ein Kind hat, das Studium abgeschlossen hat, erfolgreich, und trotzdem in diesen Warteschleifen landet, da wird das auch mit einem Mal wird bewusst, was da passiert ist. War alles absehbar, ist gar nichts Neues. Und ein Teil dieser Probleme haben wir dadurch verstärkt, dass wir ganz bestimmte Regelungen geschaffen haben, die sollten dazu dienen, die Arbeitsmarkt, die Bundesagentur irgendwie effizienter zu machen und so weiter und so fort. Letzten Endes haben wir die Probleme dadurch zum Teil wirklich verstärkt. Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, dass die große Aufgabe ist, den Menschen in den Mittelpunkt der Politik und in der Wirtschaft zu stellen. Die unveräußerliche Würde des Einzelnen muss Grundlage des Handelns von uns selber, von Politik, von Wirtschaft sein. Jeder Einzelne muss grundsätzlich von seiner Arbeit auch leben können. Und junge Menschen brauchen Beschäftigungsverhältnisse, die ihnen die Gründung einer Familie auch ermöglicht. Wir brauchen also eine Abkehr von Leiharbeit und Werkverträgen. Und wir brauchen auch Mindestlöhne, von denen die Menschen leben können. Das war eine große Begründung.